Mein Name ist Andreas, ich bin 49 Jahre alt und bin seit 23.10.2011 Teil der Move Church Familie. Das Jahr 2018 für mich war sehr herausfordernd, weil ich Ende 2017, kurz vor Weihnachten, ins Krankenhaus kam mit einem Darmverschluss. Ich wurde notoperiert und dabei hat man festgestellt, dass ich einen Krebstumor hatte, der den Darmverschluss verursacht hat, auch schon mit Metastasenbildung. Ich habe direkt nach der Diagnose das so nicht angenommen. Ich habe mich aufs Wort Gottes gestellt, habe seine Verheißung über mein Leben ausproklamiert und das hat mir dann einen Frieden, einen tiefen Frieden erstmal gegeben, eine Ruhe gegeben. Also in der Zeit habe ich gelernt, dass es wichtig ist, nicht auf die Umstände zu schauen. Egal, wie es einem im Moment geht, was man für eine Diagnose gesagt bekommen hat, sondern ja, auf Gott schaut, auf Jesus schaut, ja, auf seine Möglichkeiten, nicht auf unsere Möglichkeiten oder die Möglichkeiten der Welt. Es ist wichtig, dass wir die Ewigkeitsperspektive haben und unsere Perspektive auf Gott ausrichten in dieser Zeit. Und es ist ganz wichtig, auch wenn es Situationen sind, wo es aussichtslos aussieht. Ja. Das war es ja teilweise, also die Ärzte haben mir keine große Chance da gegeben. Ne. Und trotzdem zu sagen, nein, ich stelle mich auf Gottes Verheißung für mein Leben, ja, und das gibt einem Kraft und das hat mich wirklich weitergebracht im Glauben. Ne. Mein Glaube hat sich in der Zeit verändert, ja, dass er wirklich tiefer geworden ist, dass ich wirklich alles loslassen konnte, dass ich Gott mein ganzes Leben in die Hände gegeben habe, was vorher nicht so der Fall war. Wie gesagt, ich hatte noch einzelne Bereiche, wo ich gesagt habe, okay, da behalte ich die Kontrolle. Aber durch diese Situation bin ich noch tiefer in den Glauben gekommen und viel näher zu Gott gekommen, an sein Herz gekommen. Ja. Und ich bin fest davon überzeugt und glaube daran, dass Gott so Situationen wirklich auch benutzt, um uns in dieser Zeit auch zu formen, zu schleifen. Das Ende der Geschichte war, dass ich 4 Wochen vor dieser Hauptuntersuchung nochmal ein großes Blutbild machen sollte. Und da kam raus, dass das Blutbild sehr schlecht war. Also der Tumormarker war noch recht hoch, die Nierenwerte waren schlecht und die anderen Werte waren auch relativ schlecht. Ein sehr schlechtes Blutbild. Und ohne Glauben wüsste ich nicht, wie ich damit umgegangen wäre. Ja. Und das war auch das, was die Ärzte gesagt haben. Können Sie mir mal sagen, warum Sie in dieser Situation so einen tiefen Frieden behalten können? Ja? Das erleben sie eigentlich so nicht, weil wenn man so eine Diagnose bekommt, dann ist man total am Boden und so. Ne? Und dann habe ich gesagt, das ist mein Glaube, weil ich mit Jesus Christus unterwegs bin. Ja. Und den Tag danach hatte ich dann diese Untersuchung mit CT und da kam dann raus, dass nichts mehr da ist, dass die Metastasen weg sind, dass die Lymphknoten zurückgegangen sind, die Schwellung und die Organe alle astrein aussehen. Und der Arzt hat am Monitor gesessen, der war sprachlos. Der hat gesagt, ich sehe nichts mehr, ist alles weg. Wie das dann später dazu kam, dass sie dann da hinschreiben mussten, warum ich das nicht mehr habe, konnten sie nicht hinschreiben durch Chemotherapie oder Tabletten oder sonst was. Die können eigentlich ja nur hinschreiben, dass ein Wunder passiert ist, ja, weil große Chancen hatten sie mir ja nicht gegeben ohne Chemo. Ich denke, dass das mein Weg war, den Gott mit mir da gegangen ist, aber ich glaube auch, dass Gott die Chemotherapie zum Guten nutzen kann. Das war jetzt mein Weg und ich denke, jeder Weg ist anders. Die Gemeinde hat einen sehr hohen Stellenwert für mich gehabt. Vorher schon, bevor ich überhaupt die Diagnose bekommen habe, die Gemeinschaft ist wirklich wichtig. Auch gerade diese Kleingruppen, Connect-Gruppen, man fühlt sich getragen. Mein Fokus für die Zukunft, für 2019 und noch weiter, also ich habe den Blick der Ewigkeitsperspektive und ich möchte noch mehr Wunder mit Gott erleben. Gott tut Wunder und jeder Tag mit Gott gemeinsam ist ein Abenteuer. Ja.